Viel mehr gibt's hier nicht. Zwei Eiszombies. Heiliger Sturm. Und Elaine greift mit einem Flammenstrahl an. Ich hoffe, das tötet sie jetzt. Ja! Nein, die lebt sogar noch! Was soll der Mist? 4 Schadenspunkte. Na, echt, ey. 2 starke... Ach, das sind lauter starke Gegner, deshalb! So, ich glaube, wir müssen da die Linien entlang gehen. Und ich werde jetzt dann auch was machen. Ich werde jetzt erstmal den töten. Mit einer Lichtkugel greife ich den an. Asse greift mit Todeswolke an. Elaine mit einer Explosion. War ja klar, dass der vorher nochmal Eissturm zaubert. Gibt's doch nicht. Lichtkugel macht dem nichts aus. Ein Feuerball. Na gut, da hat Elaine jetzt auch nur noch den Feuerball zur Verfügung. Aber macht immer 29, das macht mehr Schaden als ein normaler Angriff, der Feuerball. Und hier können wir auch endlich mal starke Seelen farmen. So, also ich mache jetzt etwas, ich werde jetzt erstmal die Bluttränke hier nochmal benutzen. Zack und zack und... Dann habe ich jetzt nur noch 2 Blutelixiere. Wenn ich jetzt folgendes mache, eine Heilaura, sind sie alle voll. Und dann kriegt Asuka jetzt ein Blutelixier. Und dann mache ich eine Wolfswesenverwandlung. Dann kommen nämlich weniger Gegner. Und ich habe das Gefühl, sodass wir da hinterherlaufen müssen, auf diesen Linien. Hauptsache, dass er... Oh nee, ich fliehe. Das ist mir jetzt echt zu viel, vor allem weil ich da einfach jetzt nur langlaufen will. Also da können wir später von mir aus gerne wiederkommen. Ach komm, ein einzelner Eiszombie. Den können wir schon angreifen. Eine Lichtkugel. Asuka greift mit... Ja gut, Eis wird dem nichts machen. Greift er mit einem Schattenstrahl an. Und Elaine mit einer Explosion. Ich hoffe, das wirkt. Na toll. Umsonst. Hätte ich einfach angreifen sollen und dann wäre das effektiver gewesen. So. Machen wir nochmal. Ach komm, Elaine ist rasend. 4 Schadenspunkte. So. Also ich hoffe ernsthaft, dass wir das jetzt dann gleich geschafft haben, weil ich glaube nicht, dass wir da viel länger noch durchhalten. Und ich muss die Elaine mal heilen. So. Und jetzt hat... Nichts. Ja gut, dann haben wir ab. Mist. 3 Eisdämonen? Nee, oder? Nee, ich muss fliehen. Das sind, vor allem weil wir 2 nur auf Ding sind. Ein einzelner Eisdämon. Ah, aber mit Asuka. Okay, wir könnten es riskieren. Mit dem Schattenstrahl. Schauen wir mal, ob das was bringt. Nein. Okay, dann fliege ich jetzt in Schande. Mist.
Und nochmal. Nein, funktioniert wieder nicht. Komm schon. Ja, geht doch. So, Asuka, du machst jetzt eine Heilaura. Obwohl, Elaine ist eh rasend, das kann genauso gut sie machen. So, und dann heilst du dich noch selber ein bisschen, Asuka. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt einen Fledermausmantel. Natürlich funktioniert nicht, weil wir in Wolfsgestalt sind. Aber jetzt. Und fliegen nach Astion. Oder nee, fliegen wir mal nach Helis, weil in Helis, glaube ich, haben wir fast noch nie jemanden ausgesaugt. So, schauen wir mal. Aber da müssen wir jetzt erstmal Nacht machen. Zeitverzerrung. Nacht. Hier, saugen wir den aus. So, den haben wir jetzt zum ersten Mal ausgesaugt. Und Elaine und Walner sind noch nicht voll, also saugen wir ihn ein zweites Mal aus. So, jetzt sind wir fast voll. Wir sollten noch ein Kind aussaugen. Gibt es hier irgendwo ein Kind? Oder eine Frau? Da ist ein Mann. Hier gibt es ein Kind, eine Frau. Saugen wir die Frau. Oh, aber jetzt kommt der Mann gerade. Können wir das riskieren? Geh wieder in dein Zimmer zurück, alter Mann. So, ich riskier's jetzt mal. Ja, voll! Und der Mann hat nichts mitbekommen. So, was machen wir jetzt? Wir haben noch die Eisinsel ganz oben rechts. Dann haben wir da noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt 7 Inseln haben wir noch. Die würde ich schon noch gern fertig machen. Also, wenn möglich, in dieser Aufnahme. Fledermausmantel. Und als erstes würde ich gerne die hier gleich machen. Die da zwischen dem großen grünen Kontinent links und den zwei Kontinenten rechts. Die da. Halt, da war's eh. Verwandlung beenden. Ich frag mich, was diese Höhle eigentlich war, weil die hat uns ja nichts gebracht. Da war gar nichts. Also, eine Truhe oder zwei. Aber so viel war da jetzt auch nicht. Ein wilder Krieger und eine Zauberin. Ah! Okay, also Walner darf hier mal aussaugen. Wo ist es denn? Hier, gut saugen. Also die Zauberin, wissen wir, sind schwach, dann ist der wilde Krieger wahrscheinlich auch schwach. Aber er hat 50 Blut. Ja, also, das geht schon wieder. Das geht schon eher. So, ich glaube, 355 müsste Walner eigentlich voll sein. Vor allem, da er vorher noch irgendwas mit 330 gehabt hat, also 50 Blut gesaugt hat. Eine normale, eine schwache Seele. Wie viele Seelen haben wir? Das ist eine normale. 7 starke, ja. Und 2 schwache. Dann kann es hier weitergehen. Ah. Eine Blutflasche. Nee, eine Riesenspinne. Obwohl, die anderen, die gehen ja noch. Nee, aber auf jeden Fall weiß ich, weiß als nächstes, also der Kontinent, den wir als nächstes machen, ist entweder der große grüne links oben oder der Wüstenkontinent. Den Eiskontinent, ganz ehrlich, den würde ich lieber zuletzt machen, weil da waren so starke Gegner jetzt. Und später sind die dann viel leichter, also da warten wir noch.
So, muss ich irgendwen heilen? Nö. Aber hier sind so viele Truhen. Ein Lichtring. Teilweise nicht mehr versteckt. Ein Heiltank. Drei Riesenspinnen. Hat er gerade einen kritischen Treffer gemacht? Kommt davon, wenn man sein Auge gerade reibt. Ah, jetzt ist hier Elaine gelähmt. Also diese Spinnen haben keine Koordination. Greifen beide dasselbe Ziel mit einer Fähigkeit an, die nur einmal wirkt. Und sie kann sich jetzt wieder konnte sich wieder bewegen. Ha, das ist geil. So, dann heilen wir uns normal mit Blutheilung. Große Adler? Schauen wir mal, ob Asuka da was saugen kann. Ja! Dann saugt er den anderen auch gleich noch aus. Ja, geil. Kritischer Treffer, 25 Schaden. Punkteschaden. Ja, endlich, Elaine. Hast mal was richtig gemacht. So. Heilen mal wieder. Ja, da darf jetzt die Elaine mal eine Heilaura benutzen. Und alle voll. So, da ist nichts mehr. Dann gehen wir links weiter. Da ist aber auch nichts. Nö, da ist gar nichts mehr. Dann können wir wieder gehen. Ach, toll. So. Nochmal, die ist auch gleich durch. Ja, fertig. Da, Fledermausmantel. So, dann fliegen wir jetzt quer über den Kontinent zu der Insel, da ganz links. Und dann gehen wir, machen wir da einmal im Kreis so bis zur Eisinsel dort ganz hinten. Die schauen wir uns dann auch an, aber in Wolfgestalt, denn ich will nicht sterben. Zauber, wilder Krieger und zwei Zauberinnen und ein wilder Krieger. Ja, dann darf da der Walner einmal trinken. Das greift an und die Elaine darf einmal saugen. Nur 40. War ja nicht wirklich sehr viel. So, Walner müsste eigentlich voll sein. Ah, die Elaine darf noch einmal saugen. So. Sollen wir heilen? Noch die 13 Lebenspunkte können sie sich behalten.
So, da sind einzelne. Ah, Mist, da komme ich nicht durch. So. Aber da komme ich auch nicht durch. Mist, muss ich wieder fliegen. So, wenn ich mich jetzt hier zurück verwandle, dann stecke ich da wahrscheinlich fest, oder? Nee, es funktioniert. Ich komme da durch. Ah, toll. Das hat ja super funktioniert. Naja. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier auch was finden. Außer Zauberinnen und Räuber? Gut, der Walner darf die jetzt alle aussaugen, bis er voll ist. Elaine, jetzt übertreibst du aber, oder? 227 Schaden! Boah, der Räuber hält auch nichts aus. So, sollen wir da irgendwas? Nee, ach, ist egal. So viel Schaden machen die nicht. Die Musik kenne ich, die hört sich aus. Ist, glaube ich, eine ähnliche Musik wie die vom Erdschrein. So. Müsste Walner wieder voll sein und dann können wir die ganz locker platt machen. Ja, alle wieder voll. Da hätte ich jetzt wieder den anderen angreifen lassen sollen. War ja klar, dass die Elaine vorher nochmal magisch krank werden muss. Als Gegenstand brauche ich ja. Da, wir haben die Krankheitsserum. Ein Vampirstein? Da! Ein mächtiges Relikt, komplette Heilung für alle. Geil! Aber was ist mit unserem gelben Stein? Den haben wir immer noch nicht. Da ist noch eine Schatztruhe. Ein Speicherstein! So, zwei rote, ein roter Frosch und ein Riesenfrosch. So, das hat jetzt nichts gebracht. Aska weicht raus. Finde ich geil. Sparen wir uns wieder ein Antikrankheitsserum. Drei rote Frösche, also da spielen wir doch einfach mal Auto und überfahren sie, oder? Ach, Asuka.